Ja, hallo Leute, hier ist euer Unboxer-König und ich habe ein neues Paket bekommen und hier ist noch ein Gast und der stellt sich vor. Hi, da bin ich, euer WWE-Sammler 14. Ja, er ist wieder dabei. Ja, und hier drinne vom Wrestling-Shop, das mache ich euch jetzt mal auf. Da ist ein... Das ist richtig eklig, was da drin ist. Ja. Da sind nämlich, kann man sagen, meine beiden Lieblingsschwester. Drinne. Dann machen wir das mal auf. Irgendwo hier. Moment. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Wo hier die Öffnung. Hier muss irgendwo doch die Öffnung sein, oder? Ah. Okay. Ich habe es teilweise. Hast du irgendetwas zu sagen noch, bevor ich es raushole? Ja, du musst mir erstmal sagen, ich weiß jetzt ja, was drin ist, also das ist richtig geil. Ein richtig geiles Andenken von WrestleMania 29. Und es ist auf. Einem einzigartigen Match. Wer den Unboxer-König kennt, der weiß vielleicht schon, um was es geht. Ja, hier sehen wir schon den Kopf vom Undertaker. Und hier unten CM Punk. Ja, was das ist, das seht ihr jetzt, wenn ich es aufmache hier. Das ist nämlich ein T-Shirt. Und ich hab's auf. Alter. Ich glaube, ich dreh am Rad jetzt. Alter, ich glaube, ich muss mir am Freitag auch mal wieder ein T-Shirt kaufen. Müsstest du. Oh, Alter. Jo. Oha, oha. Hyperaktiv. Es ist doch nur schwarz-weiß, aber oha. Guckt euch das mal an. Hier, Deadman, the best versus, the best in the world. Und hier steht, hier ist CM Punk. Und der Undertaker als, kann man sagen, Zombie halt. Hier auf der Seite ist das CM Punk Zeichen. Am Ärmel, kann man das erkennen, Mann. Ja, irgendwie hier so. Und auf der anderen Seite ist das Undertaker-Zeichen, Kreuz oder sozusagen. Und dann drehen wir das mal um. So, hier haben wir die Urne. Hier steht WrestleMania drauf. The Deadman vs. The Best in the World. April, 7. April 2013. Ja, was sagst du zu diesem T-Shirt? Jo, also das ist ja mal richtig der Burner. Also mit den deinen zwei, ja, wenn man so sagen kann, auf jeden Fall Lieblings- Ikonen, Wrestler, keine Ahnung. Und hinten die Urne, das ist mal richtig der Burner. Also da steht der Datum drauf als Andenken. 7. April 2013, WrestleMania 29. Das ist richtig geil. Und vorne wieder Undertaker, da guckt. Also neues T-Shirt, wie gesagt. Ich muss jetzt auch mal wieder ein neues T-Shirt am Freitag holen, aber meins wird nicht von Wrestling sein, sondern ja, egal. der Nico kann es ja sagen, wenn es ist egal. Und auf jeden Fall sehr geiles T-Shirt. Ich glaube, ich werde von meinem kein Unboxing machen. Das ist mir dann schon ein bisschen zu riskant, aber auf jeden Fall, das ist richtig geil. Und ja, CM Punk jetzt wieder zurück und ja, Brock Lesnar. Gegen CM Punk wird kommen. Und ja. CM Punk gewinnt. Ja, und ansonsten könnt ihr euch auf weitere Videos freuen, denn nämlich an Freitag beziehungsweise Samstag könnte es sein. Da könnt ihr euch auch auf ein richtig geiles Video freuen. Aber so, ich sag's noch nicht was. Nee, also, jo. Und ihr könnt auch bei mir gucken, denn bei mir wird in den nächsten Tagen Elite 22 eindrudeln. Das heißt, mit Damien Sandow, Elite,
Tänzer, The Rock mit dem neuen WWE-Titel, Big Show, The Giant und so weiter. Und dann gibt's endlich wieder WWE. Und der Kanal von Boxerkönig ist eben bei mir verlinkt. Und ja, ansonsten war's das. Und ja, ja, jetzt hören wir noch ein Lied. Nein, nicht, egal. Und auf jeden Fall, ja, was gibt's sonst noch zu erwähnen, außer dass Helene Fischer cool ist, aber egal. Nee, auf jeden Fall war's das vom Video, denke ich mal, und das T-Shirt nur zu empfehlen. Und ich denke, das wird der Nico jetzt nicht mehr so schnell ausziehen. Und ja, das war's dann. Okay, und wir abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.